Hallo und herzlich willkommen beim Johnny Doe in der neuen Folge Skyrim. Und ja, wir sind hier in Alvas Keller. Die böse Vampirin. Ja, keine Ahnung, was die genau hier vorhat. Ich bin gespannt, was wir denn hier so vorfinden werden. Auf jeden Fall Blut. Ja, hier ist ein Sarg. Ich bin mir da immer noch nicht. Oh, kann man stehen. Bin mir immer noch nicht sicher, ob wir da richtig gehandelt hatten. Das Fass ist leer. Und sie getötet haben. Stehlen von Fass. Da war doch was. Ein Milsack. Ich bin mir da echt immer noch nicht so sicher. War doch gerade irgendwas. Hä? Ich bin blöd. Naja. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ob das hier so alles richtig war. Ich weiß es echt noch nicht. Hier, ihr lauten Wesen. Was? Ah, Sack. Kartoffeln. Salz ist immer gut. Salz ist immer gut. So, einmal nehmen wir auch mit. Was haben wir denn hier noch drin? Die Truhe. Ah, Fressalien. Fressalien sind immer. Fressalien. Ja, wir haben die erledigt. Ich weiß immer noch nicht, ob das so gut war. Nein, nicht setzen! Setz dich doch nicht hin! Ach Mann! Da setzt er sich einfach hin. Da setzt er sich doch einfach so hin. So. Ein Schluck Käffchen. Dein Vampirblut wallt im Sonnenlicht. So, wir suchen eigentlich immer noch. Das kleine Mädchen suchen wir noch. Jetzt klopft er doch noch doberweise an die Tür. Ein Moment. Irgendein Trottel klopft immer an die Tür. So. Denn das abgebrannte Haus war hier. Aua. So. So, hier war das abgebrannte Haus. Wir müssen bis 23 Uhr warten. Das habe ich mir dummerweise. War noch hohe CPU-Last. Ah ja. Warum habe ich eine hohe CPU-Last angeblich? Ich weiß es nicht. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ja, 23 Uhr. So müsste es eigentlich geklappt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo das Mädchen angeblich gewesen sein soll. Hat es mir ja angeschaut, aber ich habe es vergessen. Wo ist denn Warnung hohe CPU-Auslastung? Kannst du mir mal den Popo schmatzen, liebes OBS? Mortal war einst ein ruhiger Ort, aber da war die Welt auch noch in Ordnung. So. Ein bisschen Schneegestöber.
Irgendwo soll das Mädchen sitzen. Ich habe es echt ein bisschen verplant und verpeilt, wo das gewesen sein soll. Hier? Wir müssen ja 23 Uhr jetzt haben. Ah, wir haben schon 12:02 Uhr. AM am Morgen. Kann ja gut sein. Knochenmehl. Ein bisschen Knochenmehl. Ein bisschen Knochenmehl. Beschwörer der Novizen. Was haben wir denn hier? Da ist doch. Da liegt ja was. Ah Mann! Ist das nervig, wenn man nicht weiß, wo derjenige ist. Schneiden das hier eigentlich so rein. Oh. Hallo? 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 Vielleicht doch ein bisschen klein wenig vielleicht warten sollen. Wo soll das? Ella sucht das Mädchen. Eine tote Spinne. Da geht's zu der Stadt bzw. Dorf. Warnung, hohe CPU-Auslastung. Wir sind gerade mal 6 Minuten auf Sendung und schon kriegen wir hier eine Warnung reingeklatscht. Hier ist auch keine kleines Mädchen. Wo bist du? Sie soll hier eigentlich irgendwo sitzen. Da ist doch jemand. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt. Wenn ihr das... Ihr braucht etwas? Oh, was ist das? Was braucht ihr? Was ich brauche? Ausländer, was für eine Plage. Ich brauche Informationen. Habt hier irgendwo ein kleines Mädchen gesehen? Das gibt's doch nicht. Schon wieder ist der Arme hier total überfordert. So, ich falle jetzt irgendwo rein. War irgendwo mal mit Drachen. So, zack, 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 zack. Ich laufe wahrscheinlich genau wieder in die Richtung. Ja, genau. Ich laufe in die Richtung. Da wollte ich jetzt aber nicht hin. Schluck Käffchen. Schlürf. Ah. Lecker. Ja, so weit kann er mich eigentlich nicht weg sein. Laut meinen Informationen. Oh. Kann man sammeln. Warnung, hohe CPU-Auslastung. Ich mache hier eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, warum wir eine hohe CPU-Auslastung haben. Einzigste, was ich am machen bin, ist ein Update für Navi von unserer Firma. Aber irgendwie ist
während der Live-Sendung hier jetzt OBS der Meinung, wir hätten eine sehr hohe CPU-Auslastung. Dabei ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Ah, du blöder Vampir! Da ist es doch. Wir haben es geschafft. Da ist der Sarg. Ihr habt mich gefunden? Ja. Lilette hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Man hat Lilette gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Immer und ewig mit mir spielen. Aha. Sie hat mich auf den Hals geküsst und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Ist mir spart. Lilette hat geglaubt, dass sie mich behalten kann. Sie ist ein Vampir. Aber das geht nicht. Ich bin ganz verbrannt. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Ja. Lilette, sie ist tot. Sie ist tot. Lilette ist tot. Lilette? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilette. Arme. Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Ja. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Und? Vielleicht hat Lilette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Abgeschlossen, Frage nach dem Internet. Untersuche Alvas Haus. Hatten wir doch schon. Fleißig am Bauen, wie? Ja, natürlich. Wir können es euch überall hinliefern. Das ist gut. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Danke. Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Und wie sie das ist, war. Ich hab sie ja schon getötet. Sie ist ja schon tot. Okay. Hier lang. Aber ich habe das Haus, habe ich das schon untersucht. Dann gehen wir da eben halt noch mal rein. Wir haben ja nichts zu tun. Das ist alles. Das ist easy, easy. Ach, da jetzt liegt aber drin. Alvas Tagebuch. Zeige dem Jarl Alvas Tagebuch. Mein Leben ist trist. Wo ist der Prinz, der mich errettet? Wo ist der tapfere Nordkrieger, der mein Herz im Sturm erobert? Ich traf gestern einen Mann, als ich Nachtblumen pflückte. Er ist aufregend und exotisch. Wir küssten uns im Mondschein. Es war so romantisch. Ich werde ihn heute Nacht wiedersehen. Jetzt verstehe ich die wahren Farben der Nacht. Movarat hat mir das wahre Schwarze der Nacht gezeigt. Und das wahre Rot des Blutes. Er versprach mir einen Festschmaus des Blutes, wenn ich ihm in Mortal zu Willen bin. Es war nicht schwer, Horgar zu verführen. Movorat sagte, ich sollte mir zunächst einen Beschützer suchen. Jemanden, der tagsüber auf meinen Sarg aufpasst. Horgar ist perfekt. Heute Nacht hat Lilette mich besucht. Sie löschte meinen Durst. Ich halte sie versteckt, um sie zu meiner Dienerin heranzuziehen. Ich habe in der Stadt das Gerücht gestreut, dass die Fragmente... sei, um in den Krieg zu ziehen. Fortgegangen sein, Fragmente. Fortgegangen, Fragmente. Diese Schwachköpfe. Movarat hat mir seinen großen Plan verraten. Ich soll die Wachen der Reihe nach verführen und sie zu meinen Sklaven machen. Dann können
Er und die anderen aus diesem Zirkel über Morald herfallen und die gesamte Stadt einnehmen. Oh oh. Eben ein Schluck Käffchen. Wir lesen das hier alles nach und nach. Schön in Ruhe. Wir werden sie nicht töten. Sie werden das Vieh sein, das unseren Durst stillt. Ein endloser Blutvorrat und eine ganze Stadt, um uns vor der verfluchten Sonne zu beschützen. Horaths Familie wird langsam lästig. Ich habe Lalette gesagt, sie sollte sie alle töten. Es aber wie ein Unfall aussehen lassen. Oga muss als unschuldig gelten, wenn er mein Beschützer sein soll. Und dieser kleine Dummkopf, Lalette hat Hogarths Familie lebendig verbrannt. Ich hatte sie um einen Unfall gebeten und sie bescherte mir einen Skandal. Und um alles noch schlimmer zu machen, hat sie versucht, dieses kleine Mädchen zu verwandeln. Helgi! Aber noch nicht einmal das hat sie hinbekommen. Sie hat das Mädchen getötet und die Leiche den Flammen überlassen. Irgendetwas stimmt nicht mit Lalette. Sie redet ständig über Helgi. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Sie scheint zu glauben, dass man das Kind immer noch zurückbringen könne, um ihre Gesellschaft zu leisten. Ein Fremdling ist in der Stadt und stellt Nachforschungen über das Feuer an. Ich werde auf der Hut sein müssen. Lucius und... Achso. Ja, dieser Fremdling war ich. Oder bin ich? War ich, bin ich, wie auch immer. Der Fremdling hat alles ja, herausgefunden. Wo ist sie denn hin? Wieso ist sie denn weg? So, wir gucken mal eben zur Lachsbraten. Kohlsuppe. Wir machen Kohlsuppe. So, ein bisschen Kohlsuppe muss sein. Wir nehmen hier Bücher mit. Eins nach dem anderen. Lalalalala. So, dann haben wir alles. Ja, ja, Warnung, hohe CPU-Auslastung, bla 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 bla. Jetzt ist wieder keine hohe CPU-Auslastung. Ah, oh, Leute. So ein Kaffee ist einfach geil. Irgendwas hängt in meiner Maus. Das ist natürlich echt blöd beim Spielen dann. So, wo ist der Jarl? Jarl! Der Jarl schläft. Oder die Jarl? Moment, wer ist er denn? Nieren? Nein, wir reden. Ist Orga unschuldig oder nicht? Alva hat das Feuer gelegt. Sie ist die Mörderin. Alva? Ich hätte nicht gedacht, dass sie dazu imstande wäre. Oh, sie ist eine Vampirin. Sie wollte die Stadt unterjochen. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Ja, natürlich. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Ah, und wie? Ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Töte den Vampirmeister. Oh, Vampirmeister. Mortal ist euch etwas. Entschuldigung. Hier. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Aber sicher doch. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movard, einen Meistervampir, von dem ich Richtig. Dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Nein, leider nicht. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movards Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Aber klar. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Gute Nacht. Schlaf gut. Richte sie wieder hin. Und wäre jetzt mal interessant. Sie legt sie wieder zum Schlafen. Das finde ich cool.
Was ist denn? Ich würde ja gerne mal. Wir speichern einfach mal. Nieren. Wir werden schwächer, wenn du drehst. Stift schön weiter. Warum werden meine Vampirkräfte schwächer? Naja. Ja. Bringt uns zu Movards Lager. Aber sicher doch. Ja. Tötet den Vampir. Tötet ihn. Ja, sicher, tötet ihn, aber ich muss erst mal gucken, wo wir hin müssen. Folgen die mir denn? Ja, die folgen mir. Scheiße, über das Wasser oder was? Ja, gut. Achso. Wo ist denn meine laute, böse Meute? Hallo? Sind die? Komm die noch? Ich hoffe es. Mowards Lager entdeckt. Finden sich irgendwo Fackeln? Voilà. Da kommen sie doch. Das ist doch. Hui, hui. Oh. Hier ist einiges am Blut. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Die mögen feige sein. Ich bin es nicht. Ich werde euch begleiten. Ja, das finde ich cool. Ja. Warum folgt mir denn da keiner gerade? Ich will nicht. Ich will doch nicht. Oh Scheiße, Spinnen. Oh nein. Warum müssen das immer Spinnen sein? Ein Vampir-Diener. Hallo? Ein bisschen Wein darf sein. Komm, Ella. Ich weiß nur nicht, wo jetzt die Meuter-Leute sind. Irgendwie gefällt mir nicht, wie sich das hier entwickelt. Da hast du wohl vollkommen recht, liebe Ella. Hallo? Ella! Mir gefällt das hier absolut. Alter, überall Tote. Überall Tote. Nicht zu sagen, ganz und gar nicht gefällt mir das. Wir speichern noch mal lieber. Ach, guck mal, so eine leckere Wirbelsäule hier.
habe ich mir erschreckt. Apfel. Guck mal hier, er hat also alle reingeschmissen nach und nach. Alle, die er nicht mehr gebraucht hat, hat er hier nach und nach reingeschmissen. Die er ausgelaugt und ausgesaugt hat. Kleine Fresssack. Ich will mich aber nicht hinsetzen. Das gefällt mir gar nicht. Oh, Backe. Ja. Ich liebe es, wenn das Essen mir direkt. Ja. Was war mit Essen? Lieber Vampir? Hm? Quatsch. So, was hast du davon? Bam. Mal den Beistell, die Holzschale, super. Illusion verbessert auf die 18. Cool. Ach, guck mal, hier im Bett kann ich sogar schlafen, aber ist gerade belegt. Wir gehen jetzt nochmal in die Deckung hier. Was war das? Hello? Wir sind entdeckt. Vampir-Diener, du! Tja! Achso, das war schon leer. Ja. Mode können wir mal in sich suchen. Oh. Düdüdüm. Hörte sich jetzt nicht gerade sehr gut an, weil. Ich habe ja Pi angekündigt. Bin ich ja noch Updates am Ziehen für unsere Firmen-Lavis. Alter, jetzt schürft er nicht echt Eisen, oder? Er schürft jetzt nicht gerade Eisen. Er tut es. Er schürft Eisen. Er schürft Eisen. Ja gut, egal. Scheiße, hat uns entdeckt. Bevor wir hier zurückkehren, nehmen wir uns erstmal alles hier mit, was hier rumliegt. Das ist ja Kohle, das ist Essen, das sind Getränke. Ja, ein Vampir braucht natürlich kein Gold. Irgendwo. Wo ist da noch einer?
Lalalala. Ich werde euch finden. Irgendwo befindet sich noch jemand. Kann man jetzt von hier? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. So sind wir entdeckt. Hat uns denn entdeckt? Ach, ein Vampir hier. So diese Katzenmenschen, oder was? Nehmen wir mit. Bücher kann man immer gebrauchen. Zur Not. Verkaufen. Zur Not verkaufen wir sie eben. Man ist der Looter King. Looter. Oh, so ein guter Looter. Er ist der Looter King. Na jo, genug gelootet. Ach. Hier, fällt gar nicht auf. Kommst du? Hallo. Komm mit. Hier. Hier fällt gar nicht auf. Ella, geh doch mal beiseite. Ich bin doch hier gerade mal. So, hier hätte ich auch lang gehen können. Alter, wie verwirrend hier das ganze Labyrinth ist. Hier drüben. Was? Ach! Vampirfreunde. Ich häng fest. Dass die Dame halten wir dann nackig. Diener eines Vampirs. Oh, komm her doch! So, bevor wir weitergehen, Ella. Ja, los, Carlos. So, bevor wir weitergehen. Komm. Komm mit. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Hat ja schon mal angekündigt, dass ich jemand bin, der ja, viel mitnimmt und wirklich viel lootet. Der Looter, ein guter Looter. Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch gelaufen, oder? Bin ich falsch gelaufen? Das ist gar nicht. Ach nee, nee, bin ich nicht. Da ist der Ausgang. Ah, Mutter. Was? Wieso ist sie weg? Ella hängt fest. Interessant. Jene, die an Magiekunst interessiert sind, sollten einen Beitrag in die Akademie. So schnell kann ich. Alter.
ein Vampirblut ist sich am Wallen. Oder kommt in Wallung, wie auch immer. Jetzt kann man natürlich nicht so schnell rennen hier, weil, ja, meine Ausdauer ist dann gleich ganz schnell weg. Er ist der gute Looter von mir. Wenn es liegt, die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu Interessant. Tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein. Revolution! Wir können uns nur auf uns Was? Selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Hm. Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Ja. Seltsame Sache. Ja, hab ich Dazu darum kommen auch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Tja. Bis dann. Da hat er wohl, ich möchte nur oder in übel Ruhe meine Arbeit machen. Recht. Zeit genießen. Das machen wir lieber nicht. Mögt ihr Magie? Valion sagt, dass ich eine gute Schülerin bin. Ich lerne gerne, wenn es um Magie geht. Lass mal die Finger von der Magie. Im Auge behalten, Reisender. Ja, halt mich am Auge, du Penner. Halt mich doch im Auge, du Penner. Ja, hallo an den Koro-Gurke. So, gehen wir doch mal unser Quest ab hier. Wenn nur jeder so handeln würde. So, der Vampirmeister ist tot. Hallo. Bei den acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Ja, hoffe ich doch mal. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Abgeschlossen, die letzte Ruhe. So, braucht ihr noch etwas, mein Ja. In meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Oh. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Ich bin auch sehr Wenn bekannt. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Nee, das auf die Alte habe ich irgendwie keinen Bock. Wie ihr wünscht. Die Alte habe ich irgendwie gar keinen Bock. Ihr sollt angeblich Visionen die haben. Die Göttlichen enthüllen mir manchmal Dinge, ja. Das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe. Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Ich glaube ja einfach, die Alte, die hat ein bisschen zu viel an irgendwelchen Kräutern geschnüffelt. Gibt es Schwierigkeiten in Morotal? Das Unsichtbare kann Unrast verursachen, sogar Furcht. Das ist zu erwarten. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Die Zeit wird mir recht geben. Mhm. Auf wessen Seite steht ihr, Mann? Ich stehe, wozu ich immer gestanden habe. Zu Mortal. Jetzt ist nicht die Zeit, gegeneinander zu kämpfen. Eigentlich hat sie ja recht. Dass dunkle Tage nahen, in denen Himmelsrands ganze Stärke gebraucht werden wird. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich damals richtig entschieden hatte hier für die Sturmmäntel. Ihr werdet Jarl Idgroth den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Was willst du denn von mir? Dann geht bitte euren Geschäften nach. Ja, tu ich doch. Bis zum nächsten Mal.
Hier beißen sie gleich nochmal irgendwo aus der Nase. Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Ich möchte gerne ein Haus kaufen. Im Mortal stehen nicht viele Häuser zum Verkauf. Na super. Aber wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch ein Stück Land verkaufen. Na, nicht schon wieder. Ihr ein eigenes Haus bauen könnt. Nee, Entschuldigung. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Warum ging es in den Streit vor den... Ah, das habt ihr also gesehen, was? Ich denke. Die Lage in Mortal ist in letzter Zeit angespannt. Die Leute sind unsicher, rastlos. Sie hängen fast mit religiösem Eifer an den Lippen des Jahr. Was ist in Mortal los? Man munkelt von einer Rebellion gegen das Kaiserreich. In den Sümpfen hört man des Nachts seltsame Geräusche. Und dann eine Rebellion gegen das Kaiserreich wäre sehr... mit Rogars Haus. Die Männer sind einfach nur auf der Suche nach Weisheit. Alles wird gut ausgehen. Ich suche nach Arbeit, wisst der ihr was? Der Karl hat ein Kopfgeld auf den Drachen ausgesetzt, der das Land terrorisiert. Okay. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ich habe doch schon einen... Töte den Drachen in Alter des Himmels. Ohren. Bis hab ich hier nicht schon getötet? Ich hab doch schon einen. Hab ich doch schon getötet. Ach da, guck mal. Wer ist die denn? Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Akt. Ich bin... Ich habe Mutters Gabe nicht... Nicht ganz. Aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Ja, ja, ja. Ah, mein Vampirblut. Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben noch zwei, zwei, drei Dinge, die wir... Ich wollte eigentlich nachgucken. Was haben wir denn jetzt hier oben noch? Das ist der Drache, den habe ich doch schon getötet. Den habe ich doch schon... Naja. Und dann müssen wir nochmal bringend Igros Notiz zu Danikia. Gut. Werden wir auch uns drum kümmern. Aber erstmal heißt es jetzt Abschied nehmen für heute. Weil, ja, wir haben schon einiges gemacht heute. Wir haben die Vampire getötet. Wir haben das kleine Mädchen befreien können. Und wir haben eine Warnung hohe CPU. Ich mag nicht mehr. Ja, für den Streaming geht das noch ein bisschen weiter. Da ist es nur eine kleine kurze Verschnaufpause. Wir sehen uns dann aber auch gleich sofort wieder, wenn es denn soweit dann ist. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in ein paar Minütchen wieder und ja, dann schauen wir mal, wer hier Himmelsrand in welcher Hand hat und so wird es dann sein. Ja, ciao, Popaui, euer Johnny Doe. Ciao!